Inkscape ist die kostenlose Alternative zu Adobe Illustrator und für euch richtig, wenn ihr Vektordateien erstellen wollt. In diesem Video lernt ihr, wie man in Inkscape Formen und Kurven erstellt und wie man daraus komplexere Illustrationen gestaltet. Ihr solltet den Unterschied zwischen Vektor- und Pixelgrafiken kennen. Falls nicht, könnt ihr euch unser Video zu den verschiedenen Bilddateiformaten ansehen. Man kann Objekte entweder mit einem der Zeichenwerkzeuge zeichnen oder als Ausgangspunkt Formen erstellen, die man dann verändert. Die wichtigsten Werkzeuge für Formen sind das Rechteckwerkzeug, das Ellipsenwerkzeug und das Sternwerkzeug, mit dem ich Sterne und Polygone erstellen kann. Beim Zeichnen eines Objektes erstelle ich durch Klicken Ecken und durch Klicken und Ziehen Kurven. Für das Erstellen einer Form gehe ich einfach auf das entsprechende Werkzeug und platziere die Form auf meiner Zeichenfläche. Mit gedrückter Control-Taste erstelle ich im Rechteckwerkzeug zum Beispiel ein Quadrat, im Ellipsenwerkzeug einen Kreis und im Polygonwerkzeug zum Beispiel ein gleichschenkliges Dreieck. Zum Modifizieren dieser Objekte gibt es zwei verschiedene Werkzeuge. Das Auswahlwerkzeug und das Knotenwerkzeug. Mit dem Auswahlwerkzeug können wir Objekte mit Einmalklicken skalieren. Mit gedrückter Control-Taste skalieren wir proportional. Und wenn wir das Objekt nochmal anklicken, können wir es drehen. Klicke ich das Objekt zweimal schnell an, wechsle ich automatisch in das Knotenwerkzeug. Dort habe ich Zugriff auf die einzelnen Knotenpunkte und deren Bézier-Kurven. Die Bézier-Kurven beschreiben die Form einer Kurve. Bei den Grundformen habe ich mit dem Knotenwerkzeug keinen Zugriff auf die einzelnen Knotenpunkte. Wenn ich im Knotenpunktwerkzeug bin, sehe ich allerdings hier einen Kreis, mit dem ich Modifikationen an den Formen durchführen kann. Bei einem Rechteck kann ich so zum Beispiel den Eckradius anpassen oder bei einem Kreis ein Segment von innen oder außen abschneiden. Wenn ich Zugriff auf die einzelnen Knotenpunkte haben will, muss ich das Formobjekt erst in einen Pfad umwandeln. Dazu klicke ich hier oben auf dieses Symbol. Dann habe ich die gleichen Bearbeitungsmöglichkeiten wie bei einem selbst erstellten Pfad. Man kann die Bézier-Kurven der Knotenpunkte auch konvertieren. Zum Beispiel kann ich aus einer Ecke eine Kurve machen. Die Bézier-Handles sind standardmäßig miteinander verbunden. Mit einem Klick auf den Ecke-Button kann ich sie voneinander lösen und hier eine Kurve zum nächsten Punkt machen oder wenn ich den Ecken-Button nochmal klicke, mache ich eine Ecke mit einer geraden Verbindung zum nächsten Punkt. Möchte ich ein Objekt skalieren, finde ich hier oben voreingestellte Transformationen, zum Beispiel im 90-Grad-Winkel drehen oder spiegeln. Der Referenzpunkt für die Skalierung befindet sich standardmäßig in der Mitte des Objektes. Wenn ich in den Drehmodus wechsle, kann ich ihn hier sehen. Ich kann jetzt diesen Punkt einfach an eine andere Stelle schieben und alle Transformationen werden dann um diese Stelle ausgeführt. Ein Vektorobjekt kann aus einer Fläche mit Kontur oder nur einer Kontur bestehen. Beiden kann eine Farbe und der Kontur außerdem eine Stärke zugewiesen werden.
In Inkscape finde ich die Einstellungen dazu in dem Panel Füllung und Kontur. In den einzelnen Tabs kann ich zum Beispiel die Flächenfarbe verändern oder deaktivieren, die Farbe der Kontur verändern oder die Kontur deaktivieren oder die Breite der Kontur verändern. Zum Beispiel kann ich auch bei nicht geschlossenen Pfaden die Endpunkte der Linie festlegen. Ob die Konturstärke beim Skalieren eines Objektes mitskaliert werden soll, kann ich hier oben festlegen. Mit der Pinpette kann ich einem Objekt Farben aus einem anderen Objekt zuweisen. Halte ich dabei die Shift-Taste gedrückt, sehe ich, dass sich hier das Icon neben der Pinpette ändert und ich kann die Farbe für die Kontur übernehmen. Alle Objekte sind gestapelt übereinander angeordnet. Neue Objekte werden immer im Vordergrund erstellt. Möchte ich dem Geist zum Beispiel einen Hintergrund geben und zeichne dafür einen Kreis, wird dieser zuerst ganz vorne erstellt. Um den Kreis in den Hintergrund zu bekommen, kann ich über den Menüpunkt Objekt die Form entweder schrittweise oder ganz in den Hintergrund stellen. Man hat auch die Möglichkeit, Objekte auf verschiedene Ebenen zu legen. Um die Ebenen einzublenden, klicke ich in der Seitenleiste auf das Ebenensymbol. Hier kann ich neue Ebenen hinzufügen, die Reihenfolge verändern oder Ebenen löschen. Klappe ich eine Ebene auf, sehe ich alle einzelnen Objekte, die sich darin befinden. Und auch hier kann ich die Reihenfolge beliebig verändern. Möchte ich bestimmte Objekte immer zusammen verschieben oder skalieren, muss ich sie nicht immer alle einzeln auswählen, sondern kann sie im Menüpunkt Objekt einfach gruppieren. Mit dem Ausrichtenreiter im Einstellungspanel kann ich Objekte aneinander ausrichten. Ich kann zum Beispiel den Geist genau in den Mittelpunkt des Kreises setzen. Dazu ist wichtig, dass die gesamte Form gruppiert ist, da sonst jedes Objekt einzeln ausgerichtet wird. Möchte ich ein oder mehrere Objekte duplizieren, kann ich das entweder ganz normal über Copy-Paste machen oder über Command-D, den Befehl für Duplizieren. Bei Copy-Paste wird die neue Kopie an die Position des Mauszeigers gelegt und wenn ich mit dem Befehl Duplizieren ein neues Objekt erstelle, wird es einfach mit denselben Koordinaten in den Vordergrund gelegt. Eine praktische Methode, um Objekte zu modifizieren, sind boolsche Operationen. Damit kann man Objekte auf bestimmte Art und Weise miteinander kombinieren. Zeichne ich zum Beispiel zwei Formen, die sich überlappen und wähle beide aus, kann ich über den Menüpunkt Pfad hier die verschiedenen Operatoren sehen. Man kann die einfach mal alle ausprobieren. Vereinigung macht aus den zwei Objekten ein Objekt. Differenz zieht das obere Objekt vom unteren ab. Überschneidung lässt nur den Überlappungsbereich übrig und bei Exklusiv passiert genau das Gegenteil. So kann man zum Beispiel ganz einfach Schatteneffekte erzeugen. Ich dupliziere den Kreis zweimal
schiebe die oberste Kopie ein Stück nach rechts, wähle zwei der Kreise aus und ziehe mit Differenz den oberen Kreis vom unteren ab. Wenn ich die Farbe jetzt dunkler mache, sehe ich, dass diese Form übrig bleibt. Man kann so auch einfach Schatteneffekte bei Schrift erzeugen. Dazu muss ich zuerst die Schrift in Pfade umwandeln. Ich kann mir die Form wieder duplizieren, ein Stück zur Seite verschieben und einfach die obere Form von der unteren abziehen.